Hallo, in diesem Video zeige ich dir nun, wie man in Word am besten eine Kopf- und Fußzeile gestaltet. Dazu habe ich hier nun eine leere erste Seite eingefügt. Dann kommt das Inhaltsverzeichnis, das wir schon erstellt haben, und dann das eigentliche Dokument. So, auf der Seite sage ich jetzt zum Beispiel Einfügen Deckblatt und füge irgendein Deckblatt ein, das mir gefällt. Kann nun schreiben Deckblatt und fertig. Der Titel Word 2013, wie auch immer. So, jetzt kann ich den Seitenumbruch hier entfernen normalerweise. Und dann passt, sollte das so passen. So, jetzt gehe ich in Einfügen, Kopfzeile, Kopfzeile bearbeiten. Und schaue mir an, was Word hier gemacht hat. Dazu zu sagen ist, wenn ich eine Kopf- oder Fußzeile haben will, die nicht im ganzen Dokument gleich ist, sondern es verschiedene Kopf- und Fußzeilen gibt, muss ich dazwischen einen sogenannten Abschnittswechsel setzen. Das heißt, die Kopf- und Fußzeile, die ansonsten auf jeder Seite quasi den gleichen Inhalt hat, da wird sozusagen eine Trennmarke eingefügt und ich kann verschiedene Kopf- und Fußzeilen definieren. Ich nehme jetzt hier erste Seite anders raus. Und entferne dadurch einen von Word automatisch gesetzten Abschnittswechsel. So. Hier kann ich zwischen den verschiedenen Kopf- und Fußzeilen hin und her springen, wenn ich das möchte. So. Und hier kann ich mit voriger verknüpfen, aufheben. Das muss ich beim zweiten Abschnitt später machen, weil ich diesen ja separat gestalten will. Ich mache jetzt nun beispielsweise am Ende der ersten Seite statt einem Seitenumbruch unter Seitenlayout Umbrüche Abschnittsumbrüche nächste Seite einen Abschnittswechsel. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und ich hoffe, dass Word es an der richtigen Stelle gemacht hat. So, das werden wir gleich sehen. Ich klicke hier mich in die Kopfzeile hinein und schaue, ja, ich kann mich zwischen zwei Abschnitten navigieren. So. Bei der ersten Seite, das sollte so passen, habe ich hier keine Kopfzeile und keine Fußzeile. Spring zur zweiten. Jetzt habe ich hier das Inhaltsverzeichnis und sage hier mit voriger Verknüpfen aufheben. So. Für die Fußzeile das gleiche. So. Und jetzt sollte ich, wenn ich hier herumspringe, eine erste Kopf- und Fußzeile haben für die erste Seite und eine zweite für die zweite Seite. Auf der zweiten Seite kann ich jetzt zum Beispiel natürlich schreiben, wie mein Dokument heißt, meinen Namen einfügen, machen wir jetzt hier zum Beispiel in der Fußzeile die Seitenanzahl und schauen wir mal, warum hier 0 von 5 steht. Ich kann das rechte Maustaste Felder aktualisieren. Aktualisieren. So. Dann kann ich mir hier schauen, den Seitenumbruch rauszunehmen. Okay, das war's nicht. In dem Fall fängt hier die Seite 1 an. Schauen wir das hier an. Ich habe aber nur zwei Abschnitte. In dem Fall hat es bei mir mal geholfen, mich auf eine Überschrift zu stellen, das Ganze nochmal neu zu setzen, diese eine Überschrift, und dann sollte er anfangen. Machen wir hier mal irgendwas, definieren
Hier noch eine Überschrift. Okay, er rechnet da noch nicht mit. So, da das hier zum Beispiel nicht ganz funktioniert, kann ich zum Beispiel versuchen, den Seitenumbruch hier rauszunehmen, neu zu setzen. Manchmal hilft das. Oder die ganz drastische Variante, das Word-Deckblatt entfernen und schlichtweg ein eigenes machen. Es kann nämlich sein, dass Word hier irgendwelche eigenen Formatvorlagen oder Einstellungen anwendet, die ich nicht brauchen kann. Das heißt, ich mache mir mit Steuerung Enter einfach mein eigenes Deckblatt und gestalte es mir so, wie ich es haben will. Kann hier einen Titel setzen und irgendetwas hinschreiben. Word-Hilfe 2013. So, gehe jetzt wieder hierher, schmeiße den Seitenumbruch raus und mache hier nun einen Abschnittswechsel. Nächste Seite. So, Abschnittswechsel. Und jetzt ist der Abschnittswechsel da, wo er sein soll, nämlich unter dem Text. Gehe jetzt wieder hier hin. So, und schauen wir das an. Ich habe Abschnitt 1, Abschnitt 2. Abschnitt 1. Erste Seite anders, ganz wichtig, muss ausgeschalten sein. Auch in der Fußzeile und schmeißt es raus. Ich will hier ja nichts drinnen haben im Abschnitt 1. Wechsel zu Abschnitt 2. Hebt die Verknüpfung auf. Hier, weil ich möchte ja nicht irgendwas von der anderen Kopfzeile haben, schreib rein Word-Hilfe, setz da jetzt einmal nichts und hier die Seitenanzahl, das ist wesentlich interessanter. So, und jetzt funktioniert das Ganze, ich kann es aktualisieren. So, jetzt steht hier noch die Seitenanzahl drin, das sollte normalerweise nicht sein. Abschnitt 2, okay. Ich muss hier für die Fußzeile natürlich die Verknüpfung auch ausschalten. Jeweils für Kopf und Fußzeile extra. Seitenanzahl, Seitenzahlen. Nehme jetzt das hier. Und es taucht nur in der ab der zweiten Seite auf. Fertig. So. Nun in den Folgeseiten ebenfalls. Zum Abschluss zeige ich nur noch, wie man in der Kopfzeile ein sogenanntes Style Ref macht. Das heißt, ich gehe hier hin, wo ich möchte. Zack, Entwurf, Schnellbausteine, Feld, suche mir das Style-Ref raus und kann jetzt nun festlegen, hol dir von der Überschrift 1, die ich definiert habe, den Text raus und schreibe ihn als Kopfzeile dynamisch hin. So, hier sage ich jetzt, beziehe dich auf Überschrift 1, kann ich noch verschiedene Parameter auswählen, das lasse ich jetzt. Und sag okay. Was macht er jetzt? Er holt sich aus der ersten Überschrift 1, die auf jeder Seite findet, den Text und schreibt ihn hier dynamisch hinein. Das heißt, ich weiß immer circa, wo ich bin. Ich kann das gleiche auch mit Überschrift 2, 3, 4 und so weiter natürlich auch machen.